Im heutigen Video will ich zeigen, wie ihr euren Elegoo-Näppchendrucker einfach um eine Kamerahalterung erweitern könnt, damit ihr keine Konstruktionen, so wie bei mir hier, mehr benötigt. Die Halterung ist dabei mit allen Druckern kompatibel, die vorne links, wie hier gezeigt, aussehen. Das sind unter anderem die Neptune 3 und die Neptune 4 Reihen von Elegoo. Die Kamera sollte unten ein Standard-Kameragewinde haben, um sie festschrauben zu können. Ich empfehle hier die Logitech C920, die ich in der Beschreibung verlinkt habe. Für Neptune 4 Drucker habe ich schon ein Video gemacht, wie man dort eine Kamera einrichtet, welches ich für Interessierte in der Beschreibung und jetzt oben rechts verlinkt habe. Zuerst habe ich hier eine Halterung im Blender modelliert, welche fest am Drucker halten soll. Nach dem Druck gab es einen kurzen Montagetest und ich durfte feststellen, dass alles gut genug hält. Für den Arm habe ich nun eine kleine Skizze gemacht und vermessen, wie die Maße aussehen sollten. Zurück im Blender musste ich nun nur noch den Arm und eine passende Schraube designen, damit ich die Webcam auch befestigen kann. Das Ganze muss jetzt nur noch einmal ausgedruckt werden und dann kann es auch gleich schon mit der Montage beginnen. Die STLs habe ich natürlich auf Printables veröffentlicht und in der Beschreibung verlinkt, damit es hier nur noch ausdrucken musst. Zur Montage nehmen wir nun zunächst den Arm und wir klippen ihn von links in den Drucker rein. Nun ist er wahrscheinlich noch etwas wackelig, darum müssen wir ihn auch von vorne noch festdrücken. Das erfordert etwas Kraft, danach sollte er aber bestens sitzen. Anschließend einfach die Webcam mit der Schraube oben befestigen und richtig ausrichten und schon ist alles fertig. Nun habt ihr also eine Kamerahalterung und müsst euch nicht mehr darum kümmern, die Kamera ständig richtig auszurichten, dass sie stabil sitzt. Im Hintergrund seht ihr auch nochmal, wie das Ganze dann aus dem Webinterface aussieht. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann würde ich mich über ein Abo freuen, dass ihr keine spannenden Maker-Videos mehr verpasst.